Wenn wir verkauft haben. Gefallen. Fantastisch. Die Beschleunigung des Elektromotors ist hervorragend. Wie viel Kilometer Reichweite haben Ihre Akkus? Mit dem Akkutyp, den wir hier eingebaut haben, schaffen Sie garantiert 400 Kilometer. Das übertrifft alle Produkte, die bisher entwickelt wurden. Und die Ladezeit. Das erklärt Ihnen am besten unser Chefchemiker, Dr. Fährmann. Mittels dieser Diagramme kann man die Leistungsfähigkeit des Akkublocks exakt kontrollieren. Die Gesamtladedauer beträgt bei einer Reichweite von 400 Kilometer momentan noch 68 Minuten, die aber durchaus noch optimiert werden kann. Hervorragend. Diese Technologie wird den Markt revolutionieren. Auf eine gute Zusammenarbeit. Herr Jo. Auf Wemmerle Engineering. Mit diesem Akku wird das Auto zum zweiten Mal in Stuttgart erfunden. Kombe. Für die weiteren Verhandlungen bitte ich Sie, mir zu folgen. Wir haben hier den Kaufvertrag für unser Joint Venture vorbereitet. Frau Wemmerle, ich will nicht lange drum herumreden. Wir wollen nicht nur eine Zusammenarbeit, sondern Ihr gesamtes Unternehmen. Alles oder nichts. Das kommt jetzt vielleicht etwas überraschend. Das ist unser Angebot. Wir werden Ihr Angebot prüfen. Bitte geben Sie uns etwas Bedenkzeit. Ich schlage vor, dass wir uns morgen Vormittag wieder treffen. Bis morgen, Frau Pillmann. Auf Wiedersehen. So eine Unverschämtheit. Alles oder nichts. Was bildet er sich ein, dieser arrogante Fatzke? Damit wären wir auf allen Schlag. Alle schuldenlos. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Nach all den Jahren, die wir in die Entwicklung investiert haben. Damit zerstörst du alles, was wir uns aufgebaut haben. Ich zerstöre alles? Wer zerstört denn hier unsere Ehe für ein bisschen Abenteuer? Es geht hier nicht nur um unser Unternehmen oder um den Akku. Es geht hier auch um uns. Entschuldigung. Ich brauche nur kurz die Unterlagen. Wird Zeit, dass mir mal wieder einen Titel holen. Wer sind wir? Du hast doch keine Ahnung von Fußball. Kommt denn jetzt wieder? UEFA-Pokal 1980, VfB gegen Köln. Wer war im Rückspiel gesperrt? Moment mal, da war ich 5. Das war Förster, Karl-Heinz Förster. Mhm. Du hast echt keine Ahnung. Okay, wetten wir? Um 20 Uhr gilt. Thank you.
Todesursache ist eine Stichverletzung im Hals. Die linke Arteria carotis wurde getroffen. Es ist die Halsschlagader. Wahrscheinlich ist sie daran verblutet. Todeszeitpunkt? Also zwischen 22 und 1 Uhr. Irgendwas, was auf den Kampf hinweist? Verletzungen? Zwei abgebrochene Fingernägel, einige Kratzer an den Armen. Aber soweit ich das bisher sehen kann, keine Hämatome. Die Stange hat das Opfer vielleicht selbst in der Hand gehalten. Von der Tatwaffe fehlt noch jede Spur. Was wir wissen ist, der Täter hat die Hintertür aufgebohrt. Keine Alarmanlage. Wahrscheinlich schaltet der Letzte, der abends die Firma verlässt, die Alarmanlage ein. Und da Luise Grass gestern Abend noch hier war... Das ist kein überzeugendes Sicherheitskonzept. Tja, nichts gegen schwäbische Sparsamkeit, aber hier wird eindeutig am falschen Ende gespart. Es gibt auch keinen Sicherheitsdienst. Was? Ja. Wurde was gestohlen? Etwas ist gut. Der Prototyp eines Elektroautos, inklusive seines hochleistungsstarken Akkus. Eine Neuentwicklung der Firma Wemmerle. Offenbar brandneu und streng geheim. Ach, und der Wagen war für den Straßenverkehr zugelassen? Ja, die Daten sind hier drin. Das Zeug ist Gold wert. Diesen Prototyp müssen wir finden. Martina, ich höre mich mal in der Nachbarschaft um. Reichst du auch nicht? Entweder die Koreaner wollen nicht mehr mit uns verhandeln, oder sie müssen es gar nicht mehr. Jetzt mach meinen Teufel nicht an die Wand. Woher willst du wissen, dass Herr Jovas damit zu tun hat? Das liegt doch auf der Hand. Guten Tag, ich bin Petra Wemmerle, die Geschäftsführerin. Mein Mann. Guten Tag. Seifert, Kripo Stuttgart. Mein Kollege Sander. Marco Wemmerle, Chef der Entwicklungsabteilung. Und unsere Tochter Verena. Es ist eine Tragödie. Für uns persönlich und für unser Unternehmen. Ich verstehe, dass das für Sie eine schwierige Situation ist. Aber wir müssen Ihnen ein paar Fragen stellen. Selbstverständlich. Ich würde mir gerne mal den Computer von Luise Grass näher ansehen. Ja, Verena, zeigst du dem Herrn bitte Luises Arbeitsplatz. Wir müssen jeden Ihrer Mitarbeiter überprüfen. Würden Sie uns Ihre Personalakten zur Verfügung stellen? Ja, natürlich. Ich kümmere mich darum. Danke. Welche Aufgaben hatte Luise Grass bei Ihnen im Unternehmen? Sie war unsere Juristin und somit in alle wichtigen Entscheidungsprozesse involviert. Vor allem bei unserem aktuellen Vorhaben, einem Joint Venture mit einem koreanischen Autohersteller. Könnten wir uns Ihre Geschäftsbücher mal genauer ansehen? Ja, wenn es sein muss. Wie war Ihr Verhältnis zu Luise Grass? Gut, sehr gut. Du kommst. Hallo. Soweit ich das mit meinem halben Dreiviertelwissen einschätzen kann, hat jemand den Computer mit dem Virus lahmgelegt. Also absichtlich oder keine Ahnung. Jedenfalls nichts geht mehr. Rien ne va plus. Irgendwas geht immer, du Bill Gates. Guter Junge. Darf ich? Bitte? Hat Frau Grass ausschließlich an diesem Computer hier gearbeitet? Hm? Hatte Frau Grass noch andere Computer? Nein, soweit ich weiß nicht. Danke. Ja, den nehmen wir mit. Na, das hätte ich auch gekonnt. Wie viel ist Ihre Entwicklung wert? Das kann man nicht so einfach mit einer konkreten Zahl ausdrücken. Das Elektroauto ist ein gewaltiger Zukunftsmarkt. Und unser Akku könnte der zentrale Energieträger werden. Da geht es um mehrstellige Millionenbeträge. Dafür sind Ihre Sicherheitsvorkehrungen aber reichlich mangelhaft. Sie haben ja nicht mal einen Sicherheitsdienst. Ja, den haben wir vor wenigen Wochen gekündigt. Die Firma war unzuverlässig dafür, aber sehr teuer. Ich habe mich noch nicht um einen Ersatz bemüht. Unverzeihlich, ich weiß, bitte. Wer außer den Mitarbeitern Ihrer Firma wusste von diesem Prototyp? Außer den Koreanern wusste nur noch Renzbauer davon. Was ist das? Das ist ein großer Batteriehersteller hier in Stuttgart. Wir wollten den Akku eigentlich selbst in Serie produzieren, aber den Banken war das Risiko zu groß und deswegen hat unsere Hausbank vorgeschlagen, dass wir mit einem etablierten Unternehmen kooperieren. Mit Renzbauer. Aber? Ja, deren finanzielle Forderungen waren absolut unverschämt. Bitte sehr. Ich verstehe. Wo waren Sie gestern zwischen 22 und 1 Uhr? Ich
Ich bin zusammen mit meinem Mann und meiner Tochter so gegen 19 Uhr nach Hause gefahren, wo wir gemeinsam den Abend verbracht haben. Sie glauben doch nicht etwa, dass wir damit... Entschuldigung, aber ich habe endlich jemanden im Hotel erreicht. Die Koreaner sind überraschend abgereist, schon vor einer Stunde. Mit einem Taxi in Richtung Flughafen. Ist der absolute Worst Case. Hey! Hey, yo! Hast du den 20er dabei? Was, wieso ich denn? Weil du die Wette verloren hast. Hey, ich hab nur gesagt, dass Karl-Heinz Förster eine Gelbe kassiert hat. Weil der immer härter zugetreten hat als sein Bruder. Kann schon sein. Aber Bernd Förster war 1980 im Rückspiel gesperrt. Hey, du kannst nur nicht verlieren. Ich schon, aber du nicht. Karl-Heinz, das ist sicher. Bloß weil der Sheriff bist, hast du auch nicht immer recht. Bist du jetzt persönlich, ja? Weißt was? Kost dein Geld, Palde! Du bist halt mal im Ball flach. Was glaubst du nicht, wer du bist? Du kannst mich mal, du Schizo. Du mich auch! Hätte Jan da bloß nicht seine Finger dran gehabt. Bis jetzt konnte ich die Daten auf Luise Krass Festplatte nicht wiederherstellen. Hast du was im Gewerbegebiet rausgefunden? Keine Zeugen in der Nacht, es ist da wie ausgestorben. Was habt ihr denn schon über Luise Krass? Luise Krass hat in Hamburg und Seoul Jura studiert, sprach fließend Englisch und Koreanisch und hat vor ihrer Anstellung bei den Wemmerles bei einer koreanischen Bank in Frankfurt und in der Rechtsabteilung eines Chemiekonzerns in Ludwigshafen gearbeitet. Sie war nie lange an einem Ort. Ach, ich habe ihren letzten Anruf überprüft. Um 22.05 Uhr hat sie eine koreanische Handynummer angerufen. Diese hier? Ja, ist richtig. Wessen Nummer ist das? Die ist von Jung Jo. Der hat auf koreanischer Seite die Verhandlungen mit Wemmerles geleitet. Sie haben Jung Jo erwischt. Er hat was Interessantes bei sich. Das war knapp. Wofür sind diese 3 Millionen Euro? Jetzt mal ganz im Ernst, es ist doch total dämlich, so viel Geld in bar mit sich rumzuschleppen. Sie mussten damit rechnen, dass es beim Zoll gefunden wird. Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie das Geld für Ihre Abreise eigentlich jemand übergeben wollten? Luise Grass vielleicht? Warum sind Sie heute Morgen so spontan abgereist? Je länger Sie hier lächeln, desto tiefer reiten Sie sich rein. Es geht um Mord. Wenn Sie etwas Wichtiges wissen und vor uns hier verheimlichen, dann erhöhen Sie damit Ihr Strafmaß. Das ist Ihnen hoffentlich bewusst. Sie sind der Letzte, mit dem Luise Grass telefoniert hat. Worüber haben Sie gesprochen? Wo waren Sie denn vorgestern Abend zwischen 22 Uhr und 1 Uhr morgens? In einem Restaurant. Kimchi Paradise. Meine Kollegin waren den ganzen Abend bei mir. Und weiter? Danach sind wir gemeinsam in einem Taxi ins Hotel. Der Nachtportier hat uns die Zimmerschlüssel gegeben. Das müsste so gegen 12:30 gewesen sein. Die Ursache ist, wie vermutet, die Verletzung der Arteria carotis, Irina, an deren Folgen das Opfer verblutet ist. Der Tod ist gegen 23 Uhr eingetreten. Gibt es Hinweise auf die Tatwaffe? Der Durchmesser des Einstichs beträgt 3 mm. Die Form lässt darauf schließen, dass es sich nicht um ein Messer handelt. Da ich keinerlei Rückstände von Material feststellen konnte, vermute ich, dass es sich um einen scharfkantigen Gegenstand aus Edelstahl handelt. Ein Werkzeug, ein Schraubenzieher. Ja, das wäre möglich. Diverse Verletzungen sowie abgebrochene bzw. eingerissene Fingernägel erwähnte ich bereits. Unter den übrigen Fingernägeln habe ich Stofffasern gefunden, wahrscheinlich von der Kleidung des Täters. Wird gerade in der KTU untersucht. Gibt es DNA-Spuren? Nach erster Auskunft des Labors leider keine. Schade eigentlich. Sehr schade. Die Firma Wemmerle hat ihr Geld bisher mit dem Tuning von Luxuskarossen verdient. Die Entwicklung dieses Akkus ist seit 15 Jahren ein laufender Ausgabeposten, der bislang noch nichts abgeworfen hat. Mal abgesehen von ein paar Förderprogrammen der EU und so ein paar Preisen für innovative Technologie. Ja, aber überhaupt in die Entwicklung eines Elektroautos zu investieren, lange vor dem aktuellen Hype, das ist visionär. Und teuer. Seit Beginn der Krise ist das Kerngeschäft der Firma im Keller. Die haben massive Probleme, ihre monatlichen Fixkosten zu decken. Personal, Miete, laufende Kredite für die Entwicklung. Ja, ja.
Die Sicherheitsfirma hat Wemmerles gekündigt, weil die seit Monaten im Zahlungsverzug sind, nicht umgekehrt? Es Aha. gibt tatsächlich Papierhandtücher auf der Damentoilette. In grün. Ja. Gut, dass ihr schon mitten im Papierkrieg seid. Hier kommt Nachschub. Die Unterlagen aus Luise Grass Wohnung? Haarscharf kombiniert. Ja, ich kümmere mich drum. Ja, viel Spaß. Freiwillig? Seifert? Alles okay bei dir? Ja, was soll sein? Sag mal, kommt jetzt die Analysenummer? Die Kollegen haben das Alibi von Yun Yu überprüft. Danke. Wir wissen, dass Luise Grass ein Konto in Belize eröffnet hat. Das ist ein beliebtes Steuerparadies. Außerdem hat sie sich in letzter Zeit für diverse Luxusgüter interessiert. Schön für Sie. Was hat sie Ihnen denn versprochen für die 3 Millionen? Den Prototypen? Die Konstruktionspläne des Akkus? Warum sind Sie heute Morgen so überraschend abgereist? Sie wussten doch offensichtlich, was mit Luise Grass passiert war. Durch diesen Mord haben Sie 3 Millionen Euro gespart. Wie schlecht. Herr Yu, Ihr Alibi ist geplatzt. Das Restaurant Kimchi Paradise hat gestern Abend bereits um 22 Uhr geschlossen im Hotel. Sind Sie aber erst gegen 12:30 eingetroffen. Und Luise Grass wurde gegen 23 Uhr getötet. In Deutschland bekommen Sie für Mord immerhin lebenslänglich. Wir können Sie natürlich auch in Ihr Heimatland überstellen. Wir saßen noch im Garten des Lokals. Gibt es dafür irgendwelche Zeugen? Außer meinen beiden Kollegen. So ein Punkermädchen wollte Geld von uns. Weil wir ihr nichts gegeben haben, fing sie an, uns zu beschimpfen. Bambusratten hat sie uns genannt. Wann war das? Das muss so gegen Mitternacht gewesen sein. Warum haben Sie das nicht gleich ausgesagt? Wir werden das überprüfen. Außerdem habe ich versucht, Frau Grass bis heute Morgen 6 Uhr zu erreichen. Aber ihr Handy war aus. Wegen der Konstruktionspläne des Akkus. Industriespionage ist in Deutschland kein Kavaliersdelikt. Wir werden Sie den Kollegen vom Verfassungsschutz überstellen. Sofern sich Ihr Alibi bestätigt. Luise Grass plante offenbar hinter dem Rücken ihrer Arbeitgeber, die Konstruktionspläne des Akkus für 3 Millionen Euro an die Koreaner zu verkaufen. Aber wenige Stunden vor ihrem Treffen mit Jung Jo wird sie getötet. Jung Jos Alibi ist bestätigt worden. Wie hoch ist denn die Versicherungssumme des Akkus? 8 Millionen Euro. Aber Frau Wemmerle gab an, dass die Entwicklung ein Vielfaches wert sei. Das Ehepaar Wemmerle könnte also Luise Grass auf die Schliche gekommen sein und durch den Mord 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen haben. Na, Sie verhindern, dass Luise Grass die Konstruktionspläne verkauft und Sie kassieren das Geld von der Versicherung. Okay, folgendes theoretisches Szenario. Das Ehepaar Wemmerle will die Versicherung betrügen. Inszenierten Einbruch, versteckten Prototyp. Aber warum versuchen Sie dann noch zusätzlich, Ihre komplette Serverfarm zu zerstören? Das ist vollkommen unlogisch. Farm. Computernetzwerk. Ja, dann sag's doch bitte gleich. Vielleicht war es auch einfach nur ein Sabotageakt. Und Luise Grass ist dem Täter in die Quere gekommen. Irgendjemand versucht, diesen Wemmerle von der Weiterentwicklung des Akkus abzuhalten und versucht so, der Firma den Todesstoß zu versetzen. Anscheinend wusste außer den Koreanern nur die Stuttgarter Firma Renspower von der Entwicklung. Der Chefchemiker von der Firma Wemmerle, der Dr. Fährmann, der hat vor ein paar Jahren für Renspower gearbeitet. Dann nehmen wir uns diesen Fährmann doch mal vor. Und wir bleiben an Wemmerles dran wegen des Verdachts auf Versicherungsbetrug. Martina? Ich habe eine Idee, wie man rausfinden könnte, von welchem Computer der Virus stammt. Willst du mitkommen? Ja. Sag mal, Joe, was ist eigentlich mit Schrotti los? Der hat mich gerade total aufgelöst angerufen. Schrotti, nicht seine Mutter oder was? Joe? Oh, nett. Bin unterwegs. Jung Jo hat bestätigt, dass er so etwas wie eine Vereinbarung mit Luise Grass hatte. Sie wollte ihm die Konstruktionspläne des Akkus für 3 Millionen Euro verkaufen. Ich habe mich wohl vollkommen dieser Person getäuscht. Sie hat uns hintergangen. Alles, was wir uns in den vergangenen 15 Jahren aufgebaut haben, ist mit einem Schlag ruiniert. Haben Sie den Fall denn schon Ihrer Versicherung gemeldet?
Ja, telefonisch. Die konnten natürlich noch nichts sagen, aber wir wissen selbst, dass wir nicht sehr gut dastehen ohne Sicherheitsdienst mit ausgeschalteter Alarmanlage. Es ist ein Albtraum. Entschuldigen Sie mich bitte. Welche Rolle spielt denn Dr. Holger Fährmann in Ihrer Firma? Fährmann? Das ist mein bester Mann in der Entwicklungsabteilung. Sozusagen das Hirn hinter dem Akku. Ein genialer Chemiker. Wie war sein Verhältnis zu Luise Grass? Sie hatten nicht besonders viel miteinander zu tun. Mit Luise Grass hatte kein Mitarbeiter ein Problem. Sie hat uns alle um den Finger gewickelt. Hat Herr Fährmann noch Kontakt zu seinem früheren Arbeitgeber? Verdächtigen Sie ihn? Das kann ich mir absolut nicht vorstellen. Luise Grass genoss auch ihr vollstes Vertrauen und wollte sie über den Tisch ziehen. Hallo, Anna. Nett, dass du vorbeiguckst. Wo bist du jetzt? Du, die Fußraststätte, die du bestellt hast, die kommt erst in 14 Tagen. Dafür holst du mich hierher. Anna! Freunde, ich muss zurück zum Präsidium. Hat er nichts gesagt? Joe. Hat er was erzählt? Nein. Also, es war so, wir haben eine Wette gemacht und dann ist irgendwie zum Streit gekommen und ich weiß auch nicht genau wie. Und jetzt soll ich mit ihm reden. Mama mia. Seria. Was genau haben Sie jetzt vor? Ich versuche jetzt quasi den Computervirus auszutricksen, um dann die Quelle zu lokalisieren. Also rauszufinden, welcher Computer diesen Computer hier infiziert hat. Ich dachte, der Virus hätte alles zerstört. Ach, ja, der Virus hat eine Menge Datenmüll produziert. Und den werte ich jetzt aus? Sozusagen digitales Recycling. Ja, richtig. Das dauert aber noch ein bisschen. Wollen Sie sich nicht? Stehen Sie eigentlich noch mit Ihrem ehemaligen Arbeitgeber in Kontakt? Renz Power wollte bei Wemmerle Engineering einsteigen. Das haben Sie sicherlich schon gehört. Ja. Im Rahmen dieser Gespräche bin ich Dr. Fuchs wieder begegnet, dem Chef der dortigen Entwicklung. Aber er hat nicht versucht, mich abzuwerben, falls Sie darauf hinaus wollen. Und außerdem, ich und Herr Wemmerle haben über 15 Jahre diesen Akku entwickelt. Das schweißt zusammen. Auch wenn Renz Power Ihnen das Doppelte bietet? Das ist eine rein hypothetische Frage. Ich verdiene hier gut. Und wenn der Akku in Serie produziert wird, dann hat Frau Wemmerle mir einen Bonus versprochen. Das heißt, wir werden keine bemerkenswerte Verbindung zwischen Renz Power und Ihnen finden. Also ich weiß nicht, was Sie von mir wollen. Haben Sie im Auftrag von Renz Power diesen Prototypen verschwinden lassen? Deshalb musste ich Luise Grass aus dem Weg schaffen. Also sie war völlig auf dem Holzweg. Wie war's denn so mit Luise Grass? Was meinen Sie? Also, wie die so als Mensch war. Alle mochten sie, sie war sehr sympathisch. Aha, aber wer sympathisch ist und beliebt, der doch bestimmt viele Neider, oder? Keine Ahnung. Vielleicht Dr. Fährmann. Er konnte eh schlecht mit den Kollegen. Was haben wir denn da? Frau Grass und ich hatten nicht viel miteinander zu tun. Die Chemie und die Juristerei, das sind zwei sehr unterschiedliche Arbeitsbereiche. Ja, Sie werden ihr mal begegnet sein. Ja, sicher. Sie war eine sehr freundliche und, wie ich es auch einschätzen konnte, eine sehr kompetente Kollegin. Ist Ihnen in letzter Zeit eine Veränderung an ihr aufgefallen?
Nicht, dass ich wüsste. Wir haben herausgefunden, dass Frau Grass die Konstruktionspläne des Akkus an die Koreaner verkaufen wollte. Dieses Miststück. Woher wissen Sie das? Herr Fährmann, gehen wir doch mal davon aus, dass Sie das auch wussten. Und Sie wollten Frau Grass die Sache wieder ausreden, naja. So eine Auseinandersetzung, die kann schon mal eskalieren. Vielleicht haben Sie ja auch Frau Grass erpresst und es kam deshalb zum Streit. Wo waren Sie gestern gegen 23 Uhr? Ich war zu Hause. Kann das jemand bestätigen? Ich lebe mit meiner Mutter zusammen. Wir haben uns gemeinsam einen Film angeschaut. Der Virus stammt von Fährmanns Computer. Herr Fährmann, wer außer Ihnen hat Zugang zu Ihrem Computer? Eigentlich nur ich. Eigentlich implizierten aber. Er meint, wer außer Ihnen kannte das Passwort? Herr Wemmele. Und vielleicht die Chefin. Entschuldigung. Anna? Aber sicher. Bis gleich. Der Prototyp ist wieder aufgetaucht. Verena hat mir erzählt, dass es gewisse Spannungen zwischen Luise Grass und Fährmann gab. Naja, also, wenn er wirklich so ein Muttersöhnchen ist und immer noch bei der Mama wohnt, dann hat er wahrscheinlich ein Problem mit so einer attraktiven Powerfrau, oder wie siehst du das? Würdest du dich um das Alibi kümmern? Klar. Gibt's hier was umsonst? Endlich! Ging nicht schneller. Also, das Elektrofahrzeug ist wieder aufgetaucht. Ein Mitarbeiter des Umweltministeriums hat die Wasserqualität des Neckars kontrolliert und ist dabei auf den Prototyp gestoßen. Ach, ging nicht schneller. Kein Problem. Wo genau ist denn der Wagen gefunden worden? Zwischen Poppenweiler und Neckarweihingen. Kumpel von mir, der hatte mal eine Affäre in Poppenweiler. Schrotti? Willst du dich da mal umschauen? Vielleicht finden wir ja einen Augenzeugen. Gleich. Ich weiß nicht, ob es da jemand interessiert, aber auf den ersten Blick ist alles an dem Wagen vollständig. Um es genau zu checken, brauche ich natürlich noch mal die Unterlagen von hier. Wemmele Engineering. Die hattest du doch. Wo sind die jetzt? Gut. Druckst du mir die aus? Klar. Entschuldigung. Mann, du hast doch bestimmt noch ein paar technische Details zu klären mit dieser Verena. Die Unterlagen sind absolut vollständig. Red doch noch mal mit Schrotti über Poppenweiler. Menschenskind, da muss doch irgendwo noch Silber sein. Hey. Bitte. Danke. Mann, Schrotti. Du hast doch einfach nur eine beschissene Wette verloren. Da musst du doch nicht gleich beleidigt sein. Ich bin nicht beleidigt. Jetzt kommst du schon extra hergekommen, um dich zu entschuldigen? Dann mach's doch. Sag mal, wofür soll ich mich denn entschuldigen, wenn ich im Recht bin? Du schuldest mir nur 20 Euro. Du spinnst doch. Ja, ja. Bei Geld hört die Freundschaft auf. Gerne. Wo warst denn du gestern Abend? Hey, morgen. Richard und Steffen haben gekocht. Anna hat sich in Poppenweiler umgehört. Aha. Der Wirt der Dorfschenke hat um 1 Uhr seine Kneipe abgeschlossen und dabei ist ihm ein Fahrzeug aufgefallen, dessen Motorengeräusch nicht zu hören war. Herr Muggele, vielen Dank, Sie haben uns sehr geholfen. Gerne. Peter? Was hat die Befragung von Fährmanns Mutter ergeben? Sie hat das Alibi ihres Sohnes bestätigt. Aber ich würde mal sagen, für ihn würde sich auch eine Hand abhacken lassen. Der Taxifahrer hat um 1:30 diesen Mann von Poppenweiler nach Stuttgart gebracht. Fährmann. Ah, also hat die Mutter für ihr Kind gelogen. Ich habe Fährmanns Telefonverbindung überprüft und in den letzten 2 Monaten hat er regelmäßig mit Dr. Fuchs gesprochen. Mit wem? Das ist der Entwicklungschef von Renspower. Warum haben Sie das Firmennetzwerk mit einem Virus infiziert? Das war ich nicht.
Marco Wemmerle war zum fraglichen Zeitpunkt bei seiner Frau. Bleiben nur Sie, der das Passwort kannte. Ich war zu Hause, bei meiner Mutter. Das hat sie Ihnen ja gestern bestätigt. Sie findet sie übrigens sehr sympathisch. Wir haben die Aussage eines Taxifahrers, der bezeugt, dass Sie des Nächtens bei ihm im Taxi gesessen haben. Ich weiß nicht, wen dieser Taxifahrer gefahren hat. Mich jedenfalls nicht. Ist Ihnen eigentlich bewusst, dass dieser Fall vor Gericht verhandelt werden wird und dass Sie und Ihre Mutter dort aussagen werden? Wollen Sie wirklich, dass Ihre Mama einen Meineid leistet? Das kann nämlich im schlimmsten Fall mit Gefängnis geahndet werden. Wie viele Monate gibt's denn für so einen Meineid in einem Mordfall? Bis zu 5 Jahre. 5 Jahre? Das ist aber eine lange Zeit für Ihre Mutter. In dem Alter. Die psychische Belastung, die soziale Ächtung. Als vorgestern die Koreaner da waren, da war klar, es geht um alles. Um die Zukunft von Wemmerle Engineering. Meinen Akku, meinen Arbeitsplatz. Als alle dann zu Vertragsverhandlungen in den Konferenzraum gingen, da war für mich klar, da konnte ich nicht einfach so abwarten. Die Firma verkaufen. Was passiert mit Fährmann? Der Mo hat seine Schuldigkeit getan. Wir brauchen ihn nicht mehr. Du kannst so grausam sein. Da ist bei mir eine Sicherung durchgebrannt. Ich hatte ja schon ein Angebot von Renspower. Die wollten mich zurück. Ja, aber ich konnte doch den Wemmerles meinen Akku nicht überlassen. Also haben Sie beschlossen, nachts in die Firma einzubrechen? Die Daten zu vernichten? Den Prototyp zu stehlen? Das war ja auch keine Kunst. Es wird ja bei allem gespart. Dann kam Ihnen Luise Grass in die Quere. Nein! Als ich nachts in die Firma kam, war sie bereits tot. Lag in dieser riesigen Blutlache. Wie wollen Sie denn so sicher sein, dass sie bereits tot war? Sie war tot. Und haben Sie auch eine Kamera, die über Ihr Betriebsgelände hinaus was von der Kreuzung mit dem Bild hat? Steinacker Straße. Ja, schade. Vielen Dank. Das müsst ihr euch mal anschauen. Letzten Monat hat Luise Grass 2 Tickets gekauft. Eins für sich und eins für Marco Wemmerle. One way nach Seoul. Das klingt nicht gerade nach einer Geschäftsreise. One way? Seoul ist ein ungewöhnliches Ziel für einen romantischen Neuanfang. Vor 2 Wochen wurden die Flüge aber storniert. Du, Songdo City ist übrigens ziemlich spannend. Ist die modernste Stadt der Welt. Die ist direkt vor der Küste Südkoreas mitten ins Meer gebaut. Das ist also wie Venedig meets Manhattan. Ein Paradies für Technikliebhaber und Ingenieure. Du hast noch was? Ja, ich habe mir mal ihre Telefonrechnung aus der Zeit angeschaut. Die hat auffallend häufig mit Wemmerle telefoniert, oft mitten in der Nacht. Wie konnte Rico das bisher entgehen? Weil Wemmerle ein zusätzliches Handy verwendet hat. Auch ein Superhirn kann nicht immer an alles denken, okay? Nach 2 Wochen ist Funkstille und genau zu der Zeit hat Luise Grass noch einen Flug gebucht. Das heutige Datum auf die Bahamas. Mit 3 Millionen ab ins Steuerparadies. Aber allein? Ja, haben sie sich inzwischen getrennt. Soll vollkommen. Kommt ihr bitte mal! Superhirn. Wir haben großes Glück. Das sind die Bilder einer Überwachungskamera einer Nachbarfirma. Die Kreuzung ist die einzige Zufahrt im Gewerbegebiet. Richtig, unsere Firma Wemmerle. Und hier haben wir auch unseren Prototypen um 0.15 Uhr. Ja, der Fahrer ist leider völlig unkenntlich. Ja gut, wir wissen ja, dass es Fährmann war. Ich habe natürlich auch alle anderen Fahrzeuge angesehen, die kurz vor und nach der Tatzeit die Kreuzung passiert haben. Moment mal, den Wagen kenne ich doch. Der stand doch bei Wemmerle vor der Firma. Ist auf Marco Wemmerle zugelassen.
Um 22.31 Uhr hat er die Kreuzung passiert und um 23.15 Uhr ist er wieder zurückgefahren. Also könnte Marco Wemmerle zur Tatzeit in der Firma gewesen sein. Super. Warum sind Sie denn vorgestern Abend gegen 22:30 nochmal in die Firma gefahren? Bin ich nicht. Herr Wemmerle, wenn nicht Sie, wer dann? Das ist mein Wagen. Ja. Sie wollten Luise Grass nicht einfach so gehen lassen. Sie haben um sie gekämpft. Und dann sind Sie zudringlich geworden. Sie hat eine Eisenstange gegriffen, um sich zu wehren. Und dann hat sie damit zugeschlagen. Da sind Sie ausgerastet und haben mit einem Schraubenzieher zugestochen. Nein, hören Sie auf damit! Ich war zu Hause, wie oft soll ich das denn noch sagen? Seit wann wussten Sie, dass Ihr Mann und Luise Grass ein Verhältnis hatten? Das ist doch unwichtig. Entscheidend ist, dass ich wusste, dass diese Affäre beendet war. Und vorgestern Abend waren Sie und Ihr Mann die ganze Zeit zusammen? Ja. Wir haben gemeinsam gegessen und noch lange über die neue Perspektive für unser Unternehmen und unsere Zukunft geredet. Wissen Sie, mein Mann und ich, wir wollen noch mal ganz von vorn anfangen. Und wo war Ihre Tochter? Wussten Sie, dass die Kreuzung Steinacker Straße videoüberwacht wird? Morgens gesehen, wie sich mein Vater und Luise heimlich berührt haben, wie er sie angesehen hat. Es war nicht das erste Mal. Ich wollte mir einfach nicht vorstellen. Sie hatten Angst um die Ehe ihrer Eltern. Abends am Tisch, es war nicht zum Aushalten. Ich konnte an nichts anderes mehr denken, Papa und Luise. Ich musste die Wahrheit wissen. Ich bin in seinem Büro, habe seine Sachen durchsucht und habe ich 2 Flugtickets gefunden. Für ihn und Luise nach Seoul. One way. Ich musste mit ihr darüber reden. Ich wusste, dass sie bis spät nachts arbeiten wird. Konstruktionspläne für unseren Akku, heimlich, mitten in der Nacht. Was siehst du eigentlich hier? Woher hast du das Passwort? Hast du deshalb was mit meinem Vater angefangen? Du spinnst doch. Geh wieder nach Hause. Ich spinne. Ich spinne, ja. Lass das! Hey. Lass das! Fuck.
Luise Grass hat die Tickets vor 14 Tagen storniert. Da könnten Gleb Halder. Ja. Schrotti, ihr habt beide verloren. Hältst du jetzt zum Jo? Es war ja klar. Buller unter sich. Ich bin völlig objektiv. Aber die Försters, die wurden beide gesperrt. Guck mal, Karl-Heinz hat zwar gefoult, aber Bernd hat die gelbe Karte kassiert. Und das doppelte Lottchenspiel ist aufgeflogen. Sie hat leider recht. Wir haben beide gewonnen. Salute. Tschüss. Hat eigentlich der Uli Hoeneß auch mal beim VfB gespielt? Nee, nur Dieter. Sicher? Willst du wetten? Um 20er. Gilt. Zeugen.